Ich glaube, das ist das erste Mal, dass mir einfach kein witziges Intro einfällt. I'm so sorry, peoples. Hey Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr bei diesem Video auch wieder mit dabei seid. Wir probieren heute eine neue Foundation aus. Ich werde wieder 3 Tage einen Foundation Wear Test machen. Das werde ich allerdings nicht in 3 aufeinanderfolgenden Tagen machen. Das wird ein bisschen verteilt sein müssen, weil ich gerade mehrere Reviews parallel drehe. Also auch eine andere Foundation gerade noch ausprobiere. Dann außerdem noch eine Langzeit-Review habe und so weiter und so fort. Also wird es ein bisschen länger, dieses Video. Aber ich versuche euch natürlich dadurch auch so viele Informationen wie möglich zu geben. Und da das Video super lang werden wird, möchte ich dieses Intro relativ kurz gestalten und ich würde sagen, let's go mit dem Video. Heute geht es um die Charlotte Tilbury Foundation und zwar Charlotte Tilbury's Beautiful Skin Foundation. Die habe ich mir selber gekauft, habe ich bei Douglas mir geholt. Da hatte ich mich Shade Matchen lassen und ich habe die Farbe 2 Warm bekommen. Und diese Foundation verspricht einiges. Also allein auf der Packung steht halt mit drauf, dass sie nicht nur Farbe mitgibt, sondern dass es auch Science sozusagen mitgibt. Sodass man sozusagen nicht nur eine Foundation bekommt, sondern auch ein Stück weit Skincare. Es steht zum Beispiel drauf, dass man bis zu 285% mehr Radiance hat im Gesicht, also mehr Glow. Ja, keine Ahnung, also ich bin so oder so jetzt schon sehr glowy, weil ich gerade meine Skincare frisch gemacht habe, aber okay, Charlotte, ich meine, 285% hätte ich gerne auf meinem Konto, aber ich meine, you do you. Es soll also Hyaluronsäure mit drin sein, dafür sorgen, dass die Haut auch ein bisschen aufgehellt wird, gleichzeitig eine Medium-Deckkraft haben, die aber light as air, also sich wie Luft auf die Haut quasi legen soll. Außerdem soll man über Zeit durch die eingegebenen Skincare-Ingredients auch ein ebenmäßigeres Hautbild bekommen und angeblich, wie gesagt, auch bis zu 166% mehr Hydration in der Haut haben. Sind alles sehr, sehr wilde Claims. Ich bin da immer von Haus aus schon so sehr kritisch, wenn solche Sachen irgendwie auf diese Art und Weise beworben werden. Wisst ihr, was ich meine? Aber wir probieren es jetzt erstmal zusammen aus. Das hier ist, wie gesagt, die Außenverpackung, sehr schlicht. Ich habe zuerst gedacht, huch, sind das überhaupt 30 Milliliter, weil das so eine kleine Packung ist. Aber sind 30 Milliliter mit einem Pumpspender, den man aber auch abschrauben kann, sodass man sozusagen aus der Tube den Rest auch noch rausdrücken kann. Das finde ich ganz gut. Wie gesagt, ich habe die Farbe Nummer 2. Ich swatch die euch einmal hier auf der Hand. Die Konsistenz ist relativ fest. Als kleine Guideline, damit ihr euch vorstellen könnt, wie die Farbe aussieht. Das hier ist die Charlotte Tilbury Foundation. Das hier ist die Nabla Skin Realist in der Farbe 2 Light. Und das hier ist von Catrice die Clean ID Foundation. Meine Love Manufacture Foundation werde ich daneben nicht swatchen, weil das ja ein für mich bestimmtes Match ist. Das macht dann für euch als Referenz, glaube ich, nicht so viel Sinn. Ist also quasi ein Ton, der irgendwo zwischen diesen beiden liegt, dürfte dementsprechend auch ganz gut für mich funktionieren. Ich werde keinen extra Primer benutzen, außer den Blur Stick von Milk Makeup, weil ich, wie gesagt, auch gerade frisch meine Skincare gemacht habe. Man sieht also, das ist jetzt ungefähr 40 Minuten her, deswegen so ein Healthy Glow auch noch auf der Haut. Da brauche ich dann nicht noch Moisturizer oder so auftragen. Und ich weiß einfach, dass der Blur Stick für mich sehr, sehr gut unter allen bisher ausprobierten Foundations, die ich nachher auch wirklich gerne mochte, funktioniert hat. So viel ist ein Pumpstoß. Ich denke, das wird zu wenig sein. Ich habe ja allein schon einen Pumpstoß, den ich brauche für meine Stirn. Deswegen habe ich mir jetzt mal 2 hier drauf gegeben. Ich gebe das immer erstmal auf den Handrücken, dann verteile ich es quasi mit dem Finger einfach überall. Bin gespannt, wie das Shade Match jetzt insgesamt ist. Wie gesagt, ich habe mich Shade Matchen lassen von einer super netten Douglas-Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiterin von dem Charlotte Tilbury-Stand, denn in Bremen in der Douglas-Filiale in der Sögestraße gibt es jetzt einen riesigen Stand mit allen möglichen Produkten von Charlotte Tilbury. Einarbeiten werde ich das Ganze wie immer mit meinem Crash Cosmetics Sponge und ich bin mal sehr gespannt. Es lässt sich auf jeden Fall sehr, sehr leicht ausblenden. Ich glaube, die Farbe ist auch echt ganz gut. Vielleicht ein bisschen hell. Bin ich jetzt gerade nicht so sicher, aber das sehen wir gleich. Ich habe nämlich jetzt auch endlich mal wieder ein bisschen Bräune gekriegt. Die Foundation hatte ich allerdings ja schon vor ein paar Wochen gekauft. So sieht jetzt die erste Schicht aufgetragen aus und ich glaube, ich hole euch mal ein Stückchen näher ran, damit ihr auch ein bisschen mehr sehen könnt. 2 Pumpstöße haben auf jeden Fall gereicht, um auch hier den Hals runterzugehen. Wie gesagt, Hals und die Öhrchen nicht vergessen. Danach dann immer noch einmal über den Schmuck gehen, damit das nicht so auffällt. Ich finde, dass die Farbe wirklich sehr, sehr gut passt. Da hat sie mich auf jeden Fall sehr gut geshade-matched. Die Coverage ist auf jeden Fall medium. Ein super schönes glowy Finish. Also sehr viel Bewegung auf der Haut, obwohl ich ja jetzt nicht noch zusätzlichen Moisturizing Primer benutzt habe. Für trockene Haut, glaube ich, eine Foundation, die wirklich sehr, sehr gut funktionieren kann. Gleichzeitig muss
muss ich allerdings natürlich sehen, ob sie so lange mithalten kann mit der La Manufacture Foundation, weil die ja auch unglaublich langlebig ist. Vom ersten Eindruck her aber sehr, sehr schönes Ergebnis, was das angeht. Also meine Haut sieht immer noch wie Haut aus. Gleichzeitig ist es aber auch ausgeebnet. Also überall, wo so kleine rote Stellen sind, hier die Pickel und so, sind einigermaßen gut abgedeckt, ohne dass es zu cakey aussieht. Ich werde jetzt mal den Rest meiner Base fertig machen und dann gleich wieder herkommen. Euch dann einmal zeigen, wie die Base sozusagen fertig aussieht und noch einmal kurz eine Review dazu machen, wie sich alle Produkte haben auftragen lassen. Und da bin ich wieder mit einem Full Face of Make-up. Irgendwie bin ich so ein bisschen ausgerastet. Ich habe mit der Dominique Cosmetics The Moment Palette gespielt, weil ich einfach diese Duochrome so schön finde. Und habe halt auch die matten Farben davon benutzt, diese drei. Und den hier auf den Augen. Ich liebe die Palette, ich liebe die Formulierung der matten Shades auf jeden Fall. Und wie gesagt, das Duochrome ist auch schön. Aber darum soll es ja gar nicht gehen. Was mir noch eingefallen ist, ich habe noch ein zweites Produkt von Charlotte Tilbury, das ich eigentlich auch noch ausprobieren wollte. Aber ich will erstmal nur die Foundation testen. Und das werde ich dann später auch nochmal auftragen, wenn ich ein besseres Gefühl für die Foundation bekommen habe, weil ich habe noch das Airbrush Flawless Finish Puder von ihr auf jeden Fall mitgenommen in der Farbe 1 Fair. Ach ja, by the way, Shade Range bei dieser hier, also das ist ja die zweithellste Farbe und ich finde schon, dass die okay hell ist, wenn man zufällig neutralen oder einen eher gelblichen Unterton hat, so wie ich jetzt. Also ich finde, dass sie wirklich ein sehr, 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 sehr gutes Shade Match auf jeden Fall für mich gefunden hat. Deswegen nochmal Shoutout an die Douglas-Mitarbeiterin aus der Sügestraße auf jeden Fall. Es gibt eben insgesamt 17 Farben davon. Die ist übrigens relativ teuer. Es sind 30 Milliliter, aber Charlotte Tilbury ist ja auch schon sehr high-end. Die hat 43 Euro, glaube ich, gekostet, aber ich hatte noch einen Gutschein oder so. Also ich habe sie für 38 oder sowas, glaube ich, im Endeffekt bekommen. Finde ich schon ziemlich pricey, aber dafür, wie die sie den ersten Eindruck macht, hat sie sich auf jeden Fall sehr, sehr positiv in mein Leben geschlichen. Aber für den ersten Eindruck muss ich auf jeden Fall sagen, bin ich sehr, sehr positiv überrascht. Ist auf jeden Fall schon mal ganz nice. Ich werde jetzt gleich noch ein paar weitere Videos drehen. Allerdings wird mein Filmtag heute nicht so lange, denn es ist schon 19.25 Uhr am Samstag. Ich muss morgen früh wieder zur Arbeit in der Gastro und ich muss halt noch ein bisschen was vordrehen wegen Berlin. Deswegen mache ich heute so eine kleine Nachtschicht. Aber das heißt natürlich, dass ich nicht so einen richtig langen Wear-Test damit machen kann. Werde ich aber im Laufe der nächsten Woche auf jeden Fall noch, wie gesagt, ich trage die auch noch zweimal weitere Male auf. Und ja, ich habe die Foundation jetzt, glaube ich, 1,5 Stunden insgesamt drauf, weil ich habe zwischendurch auch noch andere Sachen, Reels und sowas alles gedreht. Falls ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, tut es sehr gerne. Ich brauche zwar 300 Jahre, um mal was auf Instagram zu posten, also außer meiner Story, da bin ich jeden Tag. Aber ich bemühe mich gerade, auch so in dieses Reel- bzw. TikTok-Game so ein bisschen einzusteigen. Manchmal habe ich das Gefühl, ich bin einfach zu alt für die Scheiße. Wie auch immer, bis jetzt ein sehr schöner erster Eindruck, hat sich gut mit allen weiteren Produkten vertragen, die ich schon kenne und auch liebe. Coverage schön, Finish schön und jetzt drehe ich und dann machen wir später auf jeden Fall noch ein Check-in. Kleiner Late-Night-Check-In aus dem Badezimmer. Ich wollte mich nämlich gerade schon abschminken und dann ist mir eingefallen, dass ich ja aber noch ein Check-In machen wollte wegen der Foundation. Also, es ist mittlerweile alles schon sehr shiny geworden, obwohl ich ja nichts super Anstrengendes gemacht habe. Also, hier am Kinn ist ein bisschen was abgerieben und im Mund, weil ich auch noch was gegessen habe. Insgesamt aber hat sie sich zum Beispiel nicht einfach aufgelöst. Also, sie ist nicht irgendwie auseinandergebrochen, auch nicht an den Nasenflügeln. Die Deckkraft, wie gesagt, ist weiterhin auch noch sehr schön und ja, ich denke, wenn man jetzt halt ein Touch-Up machen würde, also mit Blotting Paper rübergehen und dann nochmal mit Puder zum Beispiel, dann könnte die auch relativ schnell wieder ganz gut aussehen. Allerdings werde ich sie jetzt gleich einfach abwaschen, weil wie gesagt, ich werde jetzt Feierabend machen und ins Bett. Ich muss nämlich morgen früh auch wieder zur Arbeit. Und ja, das ist glaube ich erstmal so der erste Check-In. Wie gesagt, der erste Eindruck ist sehr positiv. Wie gesagt, die Langlebigkeit, glaube ich, wird nachher das Problem sein. Da kann sie, glaube ich, mit der La Manufacture nicht mithalten. Aber das sehen wir dann einfach. Also sehen wir uns gleich wieder. Later. Kleines spontanes Update. Und zwar habe ich heute die Charlotte Tilbury Foundation zur Arbeit getragen. Ich habe heute Morgen irgendwie ein bisschen mehr Zeit gehabt, weil ich irgendwie vor meinem Wecker aufgewacht bin. Keine Ahnung, was mein Körper da losgetreten hat. Aber ich habe deutlich weniger benutzt als sonst, weil ich ja eher so ein natürliches Make-up beim Arbeiten trage, es sei denn, ich habe Spätschicht. Das heißt, dieses Make-up ist jetzt auch seit, warte, jetzt ist es 19.23 Uhr, seit 10 Stunden, 10,5 Stunden tatsächlich sogar drauf. Um die Nase herum, ich musste mir einmal die Nase putzen, weil meine Heuschnupfenallergie wieder reingekickt hat, ist ein bisschen was abgerieben und ich glaube, ein paar Mal habe ich mir auch an die Stirn gefasst. Ich finde, dafür ist das Ergebnis immer noch ganz schön. Ich habe halt nur einen Pumpstoß diesmal benutzt. Das heißt, sie hat auch so eine etwas natürlichere Coverage jetzt auf jeden Fall. Also man kann sie dadurch, dass man sie zum Beispiel auch mit einem Moisturizer ein bisschen verdünnt oder so, kann man sie auch dazu bekommen, dass sie eher wie so ein Tinted Moisturizer oder Skin Tint quasi funktioniert. Aber trotzdem dieses ebenmäßige Haut
Hautbild. Jetzt muss man allerdings sagen, ich meine, gut, ich habe auch viel gearbeitet, es war sehr warm, ich habe mich viel, natürlich beim Kellnern sehr viel bewegt auch. Es ist sehr, sehr ölig. Also jetzt wäre halt auch so der Moment, wo ich sage, okay, es ist nicht mehr so ganz angenehm auf der Haut. Das Hautgefühl an sich ist in Ordnung, aber man merkt halt, dass die Öle durchgekommen sind und ihr kennt das sicherlich auch, wenn ihr echt lange gearbeitet habt, dass ihr dann so denkt, ah, das Make-up muss jetzt auch langsam mal runter. Das Gefühl habe ich jetzt gerade, aber nicht auf eine super unangenehme Art und Weise, sondern ganz normal. Und die hat wirklich echt ganz gut gehalten. Also die Longevity ist natürlich nicht so krass wie die von der Manufaktur, das muss ich halt ehrlich einfach dazu sagen. Aber ja, insgesamt finde ich, ist das Ergebnis noch ganz schön dafür, dass ich halt Kellner war. Wie gesagt, ich habe sonst keine Cream Bronzer, Cream Contour, Cream Brush, habe ich heute alles nicht drauf gemacht, nur ein bisschen Puder Bronzer noch mit drauf gemacht, um das Gesicht auch noch ein bisschen irgendwie aufzuhellen, Quatsch. So ein bisschen zu bräunen und noch so ein bisschen in Form zu bringen. Und ja, das wollte ich nochmal einmal eben kurz als Feedback da lassen. Ich werde aber nichtsdestotrotz noch 2 Tage die Foundation also auch richtig testen, also recht lange und mit mehreren Check-ins. Aber das war mir nochmal wichtig, weil das heute so eine spontane Entscheidung war, die mitzunehmen. Und einfach mal zu gucken, wie die sich über den Arbeitstag hinweg quasi verhält. Also bis gleich. A little later. Und da sind wir auch schon wieder am nächsten Tag. Es ist tatsächlich nachmittags, also auch heute wird kein super langer Wear-Test möglich sein. Obwohl gestern war ja eigentlich schon ziemlich lang Wear-Test, aber unter erschwerten Bedingungen ist, glaube ich, das richtige Wort. Ne? Heute habe ich tatsächlich meine Skincare noch gar nicht aufgetragen, also gestern Abend nach dem Abschminken auf jeden Fall. Das Einzige, was ich jetzt noch zusätzlich auf der Haut habe, ist natürlich Sonnencreme. Ich probiere gerade eine neue von Pyeongchang Jewel aus, die ich bis jetzt echt ganz gut finde, aber um meine Skincare noch ein bisschen zu refreshen, werde ich jetzt von Domni Cosmetics das Ultra Hydrating Fixing Spray benutzen. Das ist ja auch so ein Spray, das ich total gerne zum Primen mag, wenn meine Skincare schon ein bisschen länger zurückliegt, einfach weil es nochmal einen schönen hydratisierenden Effekt auf die Haut hat und ich immer das Gefühl habe, dass darüber sich Foundations auch sehr, sehr gut tragen. Ist außerdem ein Primer, den ich regulär gerne benutze und dementsprechend auch einer, bei dem ich sagen kann, okay, wenn darauf die Foundation komisch aussieht, dann weiß ich, es liegt an der Foundation. Was wir heute außerdem noch machen werden, ist eine Hälfte meines Gesichts mit dem Airbrush Flawless Finish Puder zu setten, anstatt mit dem Milk Puder. Die andere Seite mit dem Milk Puder, damit wir es nochmal direkt nebeneinander haben und dann mal gucken, wie das ist mit den Ölen, wie sich das beim Setten anfühlt, wie es aussieht und so weiter. Auch dieses Puder habe ich mir selber gekauft und es war sehr teuer. Ich habe es, wie gesagt, in der Farbe 1 Fair, also die hellste Farbe. Es gibt, glaube ich, 3 oder 4 insgesamt. Fair, Light, Medium und Deep. Ich glaube, 4 sind es insgesamt. Auch dazu lasse ich euch auf jeden Fall den Link unten. Auch das hier hat, glaube ich, 44 Euro regulärer Preis gekostet. Da hatte ich dann, wie gesagt, diesen 20% Coupon. Dadurch war es ein bisschen günstiger, aber günstig ist das auf jeden Fall nicht. Jetzt benutze ich wieder 2 von den Pumpstößen. Wie da es ja eher ein Luminous Finish hat, gehe ich davon aus, dass selbst wenn die Skincare ein bisschen älter ist, dass das kein Problem sein sollte. Was ich jetzt auch nochmal tun werde, ist noch ein bisschen versuchen, die Coverage quasi aufzubauen, indem ich überall noch ein bisschen mehr auftrage. Einfach mal, um zu schauen, wie weit man damit gehen kann, also wie weit aufbaubar ist sie. Für die unter euch, die vielleicht eher ja Medium bzw. noch mehr Coverage mögen. Wie gesagt, meine liebste Stärke ist ungefähr Medium bzw. Medium Plus. Full Coverage, finde ich, sieht zu schnell sehr, sehr cakey aus, bzw. dann auch einfach, ja, ich finde, es sieht einfach sehr schnell nicht so schön aus. Deswegen mag ich ja auch lieber Luminous Foundation, die einfach so das Gefühl der gesunden Haut quasi zurückgibt. Lässt sich problemlos auch noch eine zweite Schicht drauf einarbeiten, muss aber glaube ich nicht sein. Also das ist jetzt etwas sehr viel Produkt, was ich auf der Haut habe. Das ist allerdings Anwenderfehler, da kann die Foundation nichts dafür. Coverage hat sich dadurch noch ein bisschen erhöht, das kann man auf jeden Fall sagen. Bin wie gesagt immer noch positiv überrascht über das Shade Match und muss einfach sagen, insgesamt gefällt mir das Finish sehr gut. Es hat sich genauso auftragen lassen wie sonst. Ich werde jetzt alle weiteren Cream-Produkte, die ich sonst auch immer benutze, auftragen und bin dann gleich wieder da, damit wir zusammen setten können. A little later. So sieht das Ganze jetzt aus. Also ich muss wirklich sagen, ich mag das Finish. Es ist bis jetzt, wie gesagt, noch nicht gesettet. Auf der linken Seite werde ich es setten mit dem Milk Make-up und auf der rechten Seite werde ich es setten mit dem Charlotte Tilbury Flawless Finish Puder, damit wir einmal sehen können, wie die beiden gegeneinander performen. Das Milk Puder ist ja eins meiner Favoriten. Das ist auch in meinem Favoriten vom letzten Jahr auf jeden Fall gelandet. Obwohl das so eine riesige Dose ist, habe ich eine davon sogar schon aufgebraucht und ja, keine Ahnung, ob das wieder nach Sephora Deutschland kommt. Sie hatten damals zu mir gesagt, dass es nicht aus dem Sortiment genommen wird, aber es wird wie viele andere Produkte von Milk auf jeden Fall seit Monaten schon nicht mehr online angeboten, beziehungsweise war dann immer in der Farbe Light ausverkauft und ich glaube, aktuell gibt es das gar nicht mehr. Finde ich persönlich sehr, sehr schade und ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass sie entweder das gleiche nochmal rausbringen oder halt mit neuer Formulierung vielleicht nochmal auf den Markt bringen, weil ich auch finde, an dieser Formulierung muss nichts mehr gemacht werden. Jetzt sieht diese Seite gesettet aus, weil sie gesettet ist. Die andere
Seite noch nicht. Das Einzige, was mir jetzt gerade ein bisschen auffällt, was aber auch am Lichteinfall liegt, ist auf jeden Fall, dass die Poren hier, obwohl ich ja den Blurstick benutzt habe, tatsächlich etwas betont sind. Ich gehe jetzt mit meinem Crash Cosmetics Pinsel hier in das Puder rein. Also es staubt schon ziemlich, wenn man reingeht. Kommt auch ganz gut Puder ab. Sind übrigens 8 Gramm insgesamt drin. Und ich sette das jetzt einfach genauso. Oh krass, guck mal. Ich sette das jetzt einfach genauso auf dem ganzen Gesicht, wie ich das eben mit dem Loose Puder von Milk Makeup auch gemacht habe. Ich hatte mich für Fair entschieden statt für Light, obwohl ich mich eher in die, naja, Light-Kategorie von der Farbe her zählen würde, weil ich ein bisschen Angst hatte, dass das zu gelb ist, obwohl ich ja schon so neutral gelben Unterton habe. Das hat jetzt im 0, nichts alles gesettet. Ich schaue jetzt einmal von Namen drauf. Das Gefühl, hier sieht man die Poren etwas mehr. Und was man auf jeden Fall sehen kann hier, dass hier die Neurodermitis bei mir gerade richtig am Ausrasten ist. Also da nicht drauf schauen, da kann das Puder nichts dafür. Das ist einfach die Haut, die da drunter liegt, die trocken und rissig ist. Ebenso hier oben diese komische Stelle, wo das aussieht, als würde sich da was sammeln. Das ist ebenfalls so eine Neurodermitis-Stelle. Das hat aber nichts mit den Pudern zu tun. Ich mache jetzt auch mal was ich normalerweise nicht mache. Und zwar gehe ich mit meinem immer noch feuchten Schwämmchen da rein und sette unterm Auge noch mal ein bisschen mehr. Das ist zwar, gerade wenn man trockene Hautschüppchen hier drunter hat, überhaupt nicht schlau, aber das Puder soll ja genau dafür auch gemacht sein. Also man kann es relativ matt setten. Also ich finde, das hat hier auf der Milkseite ein bisschen mehr Bewegung als hier. Aber das muss natürlich auch nachher erstmal wieder durchkommen. Ich mache jetzt mit den weiteren Pudern weiter. Schau mal, wie die sich verteilen lassen, ob sich das genauso anfühlt wie sonst auch. Bin gleich wieder da. Es ist jetzt ungefähr 2 Stunden her, seit ich die Foundation fertig aufgetragen habe und die ganzen Produkte darüber eben auch. Denn ich habe gerade auf jeden Fall noch 3 Videos gefilmt, beziehungsweise 1 Video und 2 Updates zu anderen Reviews, wie auch immer. Aktuell finde ich das Finish sehr, sehr schön. Wie gesagt, hier auf der Stirn finde ich, dass sie tatsächlich jetzt schon etwas sehr glänzt, dafür, dass sie erst 2 Stunden aufgetragen ist. Aber an sich sehr schönes Finish. Was mir jetzt auch ein bisschen aufgefallen ist, ist, dass ich finde, dass irgendwie hier unterm Auge, wo ich eben nicht das Charlotte Tilbury Puder benutzt habe, es ein bisschen heller aussieht. Ich weiß nicht, ob ich da einfach ein bisschen mehr von dem Concealer aufgetragen habe und das ist vielleicht einfach nur User Error oder ob das tatsächlich einfach das Puder noch so ein bisschen nachdunkelt. Ich weiß auch nicht genau, ob ich das hier oder hier schöner finde, aber das könnt ihr mir super gerne in die Kommentare schreiben. Also, wow, hi. Hi, Sunlight. Hello. Love that glow, though. Ja, also auf jeden Fall gefällt es mir bis jetzt sehr, sehr gut. Ich werde jetzt anfangen zu editieren und dann nachher auf jeden Fall noch ein Check-in machen, bevor ich mich abschminke. Wie gesagt, heute auch nicht der längste Tag, an dem ich sie trage. Aber bis jetzt an sich sehr gut. Nur glaube ich, dass die T-Zone sehr schnell sehr ölig sein wird. Und noch ein kleiner Check-in, weitere 2 Stunden später. Ich merke gerade, dass hier an der Stelle unter meinen Augen, wo die Neurodermitis gerade wieder so zuschlägt, es sehr, 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 sehr trocken geworden ist. Wahrscheinlich auch, weil ich da ja mehr Puder als sonst aufgetragen habe. Ich muss jetzt sagen, ich sehe eigentlich keinen Unterschied zwischen dem Milkpuder, was ich aufgetragen habe, und dem Charlotte Tilbury Puder. Ich nehme nochmal eben die Brille ab. Also vielleicht ist es hier noch ein kleines bisschen matter als auf dieser Seite. Wie gesagt, hier habe ich ja aber auch ein bisschen mehr Puder benutzt als auf der Seite, einfach um mal zu gucken, wie es sitzt. Ich werde es jetzt auf jeden Fall alles runternehmen, weil da möchte ich auf meine Haut hören, wenn die sagt so, ist nicht so geil, dann kommt das auf jeden Fall ab. Ist keine allergische Reaktion oder sonstiges, sondern einfach, wie gesagt, die Haut hier ist eh schon strapaziert durch die Neurodermitis und Pollensaison. Also kommt das jetzt einfach runter und Skincare drüber. Ja, also von daher würde ich sagen, gute Nacht und bis morgen. Much later. Da sind wir wieder. Ich habe gerade spontan beschlossen, die Foundation für heute nochmal aufzutragen. Allerdings nicht in einem Langzeittest, den werde ich morgen machen, wo ich dann wirklich 12 Stunden oder so die Foundation drauf haben möchte. Aber ich möchte heute einmal mein komplettes Gesicht mit dem Puder von Charlotte Tilbury nochmal setten, um zu schauen, wie sich das sozusagen auf die Foundation auswirkt. Ich werde natürlich nach dieser Review auch mit meiner La Manufacture Foundation und so weiter das Puder noch weiter testen und euch da dann gegebenenfalls später noch Updates geben. Aber jetzt setzen wir erstmal ein bisschen Puder auf diese unglaublich glowy Face. Ich liebe sie zwar komplett, würde es am liebsten auch so tragen, aber mittlerweile ist es auch zu warm, um nicht zu setten. Davon mal ab, sette ich halt auch einfach gerne, weil ich dann das Gefühl habe, die Longevity ist halt einfach mehr da. Ich gehe wieder mit dem Crash Cosmetics Pinsel rein und sette erstmal auf einer Seite. Mir fällt es ein bisschen schwer zu entscheiden, ob ich quasi zu viel oder genug Puder genommen habe, weil ich das ja gar nicht mehr gewohnt bin, mit so einem gepressten Puder zu arbeiten. So sieht jetzt die eine Hälfte, die gesettet ist, aus. Also es ist wirklich sehr krass abmattiert, finde ich. Man sieht noch ein bisschen den Liquid Highlighter drunter, aber ist natürlich eine Weltunterschied zu dem, wie es hier auf dieser Seite
aussieht. Ich sette jetzt auch nochmal die andere Seite. Ich finde, wie gesagt, dass meine Poren bei dem Puder vergrößert aussehen. Und ich habe natürlich den Blurstick benutzt, aber normalerweise habe ich das Gefühl, dass das Milkpuder die Poren weniger betont. Könnt ihr das jetzt hier so sehen? Also das finde ich gerade nicht so schön, ehrlich gesagt. Aber wir setten jetzt noch die andere Seite. So sieht das Ergebnis jetzt gesettet aus. Ich finde, das hat halt wirklich echt krass mattiert. Natürlich soll es das auch auf eine gewisse Art und Weise. Dafür hat man ja Puder zum Setten. Aber so an sich finde ich das mit dem Milkpuder eigentlich ein bisschen schöner. Kann natürlich aber auch sein, dass dadurch, dass es jetzt matter ist, die Foundation auch ein bisschen länger hält. Das werden wir auf jeden Fall im Laufe dieses Tages auch noch sehen. Ich mache jetzt auf jeden Fall den Rest meiner Base fertig und gucke nochmal, wie sich die anderen Puder da drauf verhalten. Bin gleich wieder da. Much, much later. Hier noch ein kleiner Check-in von Charlotte und mir, bevor ich gleich zu einer Geburtstagsparty mit ihr gehen werde. Also ich muss sagen, es hat sich wie immer alles super gut auftragen lassen. Die Puderprodukte haben sich auch super darüber verblenden lassen. Also ich hatte es jetzt nicht, dass sich irgendwo Pigment gesammelt hat oder so. Es mattiert also deckend und großflächig ab. Finde ich persönlich sehr gut. Ich habe das Gefühl, also die Kamera nimmt heute überhaupt nicht auf, wie viel Blush ich eigentlich drauf habe. Aber wir lieben die Base. Sie ist nur jetzt schon, muss man wirklich sagen, um die Nase herum relativ ölig. Da werde ich gleich einmal mit Blotting Paper drüber gehen und dann nochmal mit dem Rest Puder, was in dem Pinsel ist, den ich vorhin benutzt habe, noch einmal drüber gehen, um das noch ein bisschen langlebiger zu machen. Denn ich habe noch ein bisschen längeren Abend vor mir. Mal gucken, wie wild es wird. Ich habe ein bisschen Angst. Aber an sich auf jeden Fall sehr schönes Finish bis jetzt. Und ja, ich gehe da mal los, ne? Ein kleiner Late-Night-Check-In für die Foundation an dieser Stelle. Also als erstes muss ich sagen, wirklich an den Stellen, wo ich nicht so ölig bin, also außer in der T-Zone, hier an der Nase und hier so ein bisschen am Kinn, ist es überall noch genauso matt, wie als ich es aufgetragen habe. Das Puder hält extrem gut. Es versteht sich super gut mit der Foundation. Ich meine, das sollte es auch, weil es ist ja von der gleichen Marke. Aber es ist halt wirklich super angenehm. Ich hatte, wie gesagt, mit Blotting Paper hier noch einmal die Öle abgenommen, auch um die Nase etwas, und bin dann mit dem Restpuder, was ich noch in dem Pinsel drin hatte, nochmal drüber gegangen. Jetzt sind die Öle nochmal wieder rausgekommen. Also es ist jetzt ungefähr 7 Stunden her, dass ich das Make-up aufgetragen habe. Und das heißt ungefähr 4 Stunden oder so, seit ich das letzte Mal geblottet und abgetupft habe. Finde ich völlig legitim. Es ist nicht ganz so langlebig, wie gesagt, wie die La Manufacture Foundation. Aber bis jetzt mag ich die auf jeden Fall sehr gerne. Sie ist auch nirgendwo irgendwie auseinandergebrochen oder sonstiges. Also in den Mundwinkeln. Ich habe gerade schon Zähne geputzt, weil ich gleich ins Bett gehe, weil es ist schon Mitternacht. Und so weiter. Hat sich ein bisschen was abgetragen und um den Mund, weil ich auch noch was gegessen habe. Aber das hat ja mit der Foundation an sich nichts zu tun, sondern halt damit, dass man eben isst und trinkt. Aber an sich verstehen die beiden Produkte sich auf jeden Fall sehr gut, passen sehr gut zusammen, sind sehr gut aufeinander abgestimmt. Das würde ich auch erwarten von einer so teuren Marke. Also bei den Preisen, finde ich, sollte das auch das Mindeste sein. Aber wie gesagt, auf jeden Fall sehr positiv. Und dann machen wir auf jeden Fall noch einen richtigen Hardcore-Langzeittest über mindestens 10 Stunden, um nochmal zu sehen, wie das dann aussieht, wenn ich dann nicht zwischendurch abpuder. Aber das wollte ich noch eben gezeigt haben. Jetzt wünsche ich euch erstmal eine gute Nacht und wir sehen uns morgen wieder. Hey Lieben, aus einer neuen Perspektive. Ich bin aktuell in Berlin und ja, ich habe mir was an den Lippen machen lassen. Darüber habe ich in meinem Berlin-Vlog schon gesprochen. Und ich mache mich jetzt einmal mit der Charlotte Tilbury Foundation fertig. Ich treffe mich nachher noch mit Maxim, mit Özlem, mit Danny und mit Anna Lipke. Da freue ich mich sehr drauf und da möchte ich natürlich auch besonders hübsch aussehen. Aber vor allen Dingen möchte ich heute die Charlotte Tilbury Foundation auch über den ganzen Tag testen. Heute ist es auch nicht so unfassbar heiß in Berlin. Es ist jetzt ziemlich bewölkt. Das passt vielleicht auch ganz gut, um die Foundation ein paar Stunden zu testen. Und dann schauen wir mal, wie lange die sich hält, ne? Ich dachte, ich mache mal vor dem Fenster ein kleines Check-in. So sieht mein Make-up jetzt aus. Ich werde keinen Augenlook schminken, weil ich nicht mehr genug Zeit habe. Es ist jetzt 20 vor 9. Um 9 muss ich los. Und ich habe jetzt gerade einfach gesagt, okay, ich bin zwischendurch noch einmal kurz eine Stunde hier, bevor ich die anderen treffe. Dann werde ich auf jeden Fall noch eben einen Augenlook machen. Ich finde auf jeden Fall, dass die Base wieder sehr, sehr schön geworden ist. Ist jetzt schon sehr glowy, sehr dewy. Bin gespannt, wie sich das über den Tag hält. Auch wie die Augenbrauen halten, denn ich habe da ein neues Produkt im Test. Bin sehr gespannt, wie sich das jetzt macht über die vielen Stunden. Ich werde zwischendurch auf jeden Fall Check-ins machen und nachher auch mal die anderen CreatorInnen fragen, wie sie die Base finden, dann haben wir auf jeden Fall noch eine professionelle Meinung dazu. Und ja, das heißt, wir gehen jetzt erstmal los. Bis später. Soon after. Bin jetzt im Tattoo-Studio und Leute, das mit der Foundation Review. Also ich schwitze mir gerade echt so einen Ast ab von wegen Gewitter und so weiter. Es ist super schwül. Ich glaube, das ist nicht so ganz fair der Foundation gegenüber. Also wundert euch bitte nicht. Die Hälfte davon hängt auf jeden Fall auch schon in der Maske drin. Update euch später noch.
Ich bin jetzt wieder zurück im Hotel mit zwei neuen und zwei von meinen jetzt fünf Tattoos wieder aufgefrischt. Bin ich sehr happy drüber. Wenn ihr sehen wollt, wie die aussieht, geht gerne rüber auf mein Instagram. Dort habe ich ein Reel dazu abgedreht. Jetzt muss ich allerdings einmal eben kurz nah ranzoomen. Es ist so schwül in Berlin und es soll hier ab 18 Uhr gewittern. Ich treffe mich ja eigentlich um 15 Uhr mit Maxim, Özlem, Anna und Danny. Wir haben jetzt gesagt, wir treffen uns einfach trotzdem, obwohl Orkanwarnung ist. Aber ich zeige euch gleich mal kurz, wie das Wetter draußen ist. Moment, ich drehe mich einmal kurz um. Es ist strahlender Sonnenschein, kein Wölkchen am Himmel, also keine Ahnung, was da los ist, wann das noch aufziehen soll. Aber so schwül, wie es halt in der Luft ist, sieht man es jetzt an der Foundation. Ich habe hier natürlich geschwitzt, hier so ein richtiges Schweißbärtchen, hier habe ich auf jeden Fall geschwitzt, weil ich auch die ganze Zeit natürlich im Studio die Maske auf hatte und auch gerade in den Öffis, als ich wieder zurück bin und so weiter. Ich finde, dafür hat die Foundation aber echt gut gehalten, also weil hier auch die Maske die ganze Zeit gerieben hat und so. Klar, man sieht so ein bisschen, dass es sich auf der Nase abgerieben hat, aber insgesamt finde ich, sieht es noch echt, also von weitem vor allen Dingen völlig in Ordnung aus. Ich gehe das jetzt mal abtupfen, mache mir auch noch einen Augenlook für später und dann mache ich auf jeden Fall heute Abend spätestens ein Check-in, werde aber auch noch die anderen fragen, was die von der Base halten. Dann habt ihr noch so ein paar unbiased Opinions dazu. Hallo Anna, sag mal. All natural, das bleibt alles drin, ist dir klar. Ne? Was sagen wir zu meiner Base? So? Die sieht schön aus. Vor allem in der Sturm sieht sie schön aus. Da oh, vielen Dank. Das ist das Botox. Ist wirklich das Botox. Aber so, ich habe übrigens jetzt 4 Stunden vorhin eine Maske getragen. Sieht halt sehr natural aus. Okay. Also sieht halt aus, als wäre es deine Haut, finde ich. Danke. Ich wünschte, das wäre meine Haut. Maxim, ja. Die ganz ehrlich, Queen of Base. Guckt euch diese Haut an. Wenn ihr denkt, das ist bei ihm seine Studiolichter, ich habe das vorhin auch schon gesagt. Er sieht aus wie gefotoshoppt in echt. Ey, mit Maxim treffen ist immer gehumbled werden, wie, was für eine scheiß Haut man eigentlich hat. Same. Nein, aber die Foundation steht ja sehr gut. Auf der Stirn fällt es mir tatsächlich auch sehr, sehr gut. Und die Nase sieht man, dass du sie so ein bisschen getragen hast. Ja. Natural. Okay. Danny, du als Profi. 1A. Dankeschön. Danke, das ist, was ich hören wollte. Schick. Özlem, einfach die Einzige, die in einem Restaurant sitzt, ich jetzt. Ich ertrag das nicht, ich hab Nagel eingerissen. Das soll ich Glowy, finde ich schön. Ja. Ich finde, das sitzt schön. Okay. Gut, vielen Dank, Runde. Ja. So, ihr Lieben, der angekündigte Weltuntergang ist jetzt doch losgelangt. Es hat gerade ein bisschen geregnet und ich habe gerade noch so viel geschwitzt unter der Maske, gerade im Zug. Also hier drumherum ist, glaube ich, nichts mehr von der Foundation und auf der Stirn habe ich auch ordentlich abgetupft. Aber ihr habt ja auch gerade noch gehört, wie es aussah, als ich im Restaurant war. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall noch abschließend Gedanken darüber machen, wie ich die Foundation insgesamt finde und euch dann von zu Hause aus auf jeden Fall noch ein großes Fazit sozusagen machen. Ich denke, wenn ich da noch ein bisschen Zeit hätte, darüber nachzudenken, ist das besser. Aber man muss wirklich sagen, die Foundation hat heute wirklich einiges mitmachen müssen. Und das hat sie auch eigentlich. Ja, zum Fazit bin ich dann gleich wieder da. Und ja, bis gleich. A few moments later. Ich bin jetzt seit 4 Tagen wieder zurück in Bremen und ich glaube, es wird Zeit für ein kleines Fazit. Darauf erstmal ein Energy Drink. Also, mein Fazit zur Charlotte Tilbury Foundation, die ich heute übrigens auch wieder aufgetragen habe. Einfach, um mir nochmal beim Auftrag durch den Kopf gehen zu lassen, wie finde ich sie und so weiter und so fort. Ich glaube, generell kann man sagen, diese Foundation ist Kati approved, wenn man ein paar Abers hinzufügen darf. Ich glaube, dass diese Foundation überhaupt nicht für Menschen mit öliger Haut gemacht ist. Ich meine, ich habe selber keine ölige Haut, sondern halt trockene Haut. Hier so ein bisschen ölig in der T-Zone, aber hält sich alles in Grenzen. Also tendiere eher zu trockener Haut. Dementsprechend kann ich dazu nur vermuten. Also falls ihr selber ölige Haut habt und euch die Foundation geholt habt, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Bin da natürlich auch immer dran interessiert. Wie gesagt, da ist es alles reine Spekulatius hier an dieser Stelle. Ich muss tatsächlich sagen, ich finde, dass die Foundation ein sehr schönes Finish hat. Das gefällt mir gut. Sie hat auch in Berlin ja sehr, sehr viel aushalten müssen und es auch einigermaßen ausgehalten. Kann sie mithalten mit meiner La Manufacture? Meiner Meinung nach nein. Die Longevity ist bei der La Manufacture einfach krasser gegeben. Also da habe ich das auch, selbst wenn ich geschwitzt habe, selbst wenn es geregnet hat, wenn ich eine Maske 2 Stunden oder 3 Stunden auf der Arbeit getragen habe oder, dass zumindest hier nicht so viel abgerieben ist, wie das eben bei der Charlotte Tilbury Foundation der Fall war. Und dazu muss man sagen, sie hat ein wunderschönes Glowy Finish, auf jeden Fall, aber sie hat von Anfang an ein sehr Glowy Finish. Das heißt, die Foundation sieht, finde ich, auch direkt nach dem Setten und auch egal, ob man es mit dem Charlotte Tilbury Puder settet, dazu sage ich auch gleich noch was, oder mit anderem Puder settet, direkt diesen Look von ich trage die Foundation schon 3-4 Stunden. Also wenn ich die La Manufacture so lange trage oder die Nabla Skin Realist oder die Catrice Clean ID Foundation,
dann habe ich das Problem nicht, dass sie direkt so aussieht, sondern wie gesagt, erst nach 3-4 Stunden tragen. Finde ich persönlich nicht schlimm, weil ich mag den glowy, dewy Look auf jeden Fall, aber deswegen denke ich, dass es für ölige Haut eher nichts ist. Ich muss auch sagen, ich habe das Gefühl, ich habe schon echt viel verbraucht. Also die Tube war ja mal quasi nicht so eingedellt, wie sie jetzt ist. Und es sind ja 30 Milliliter drin und ich habe immer so 1,5 Umstöße fürs ganze Gesicht benutzt. Mir kommt das einfach so vor, als hätte ich schon sehr viel verbraucht, was natürlich auch ein bisschen blöd ist, weil die Foundation ist natürlich auch höherpreisiger. Also mit 43 Euro für 30 Milliliter ist man da dabei. Wenn man vielleicht noch irgendwo einen Code hat, wie bei Douglas oder bei Sephora manchmal in den Sales, dann kann man sie natürlich ein bisschen günstiger schießen. Das ist dann natürlich auch cool. Also da würde ich tatsächlich auf einen Sale warten, wenn ihr die haben möchtet. Und ja, die La Manufacture kostet in der Erstanschaffung mehr, also weil sie 60 Euro kostet, aber man hat natürlich erstens ein perfektes Shade Match. Da muss ich sagen, die hier war auf jeden Fall auch ein gutes Match für mich. Das hat die Douglas-Mitarbeiterin wirklich sehr, sehr gut rausgesucht. Aber es ist nicht ganz so perfekt wie die von der La Manufacture Foundation. Aber Farbe 2 hat für mich echt ganz gut funktioniert. Wie gesagt, es gibt auch noch eine Farbe heller, also 1. Das könnte also sein, dass die sehr hellen Häutchen von euch vielleicht dort auch noch was finden können. Würde ich allerdings erstmal swatchen vor Ort. Ist immer ein bisschen schwierig, das so jetzt zu sagen. Dann muss ich dazu sagen, dass der Pumpspender zwischendurch mal mehr, mal weniger gut funktioniert hat. Also manchmal pumpt der auch einfach nur Luft, was ich ein bisschen ärgerlich finde, gerade bei dem Preis. Also da sollte sie meiner Meinung nach auch gut funktionieren. Und wie gesagt, in der La Manufacture hat man ja 5 verschiedene Farben, a 15 Milliliter. Man hat also eine deutlich größere Menge, man hat ein passenderes Shade Match, man hat eine größere Longevity. Aber an sich ein schönes Produkt. Kann, finde ich, mit dem Nabla Skin Realist auch mithalten in diese Richtung. Und ja, die Foundation deckt sehr gut. Also das funktioniert für mich sehr, sehr gut. Ist eine schnelle Alternative, wenn ich gerade die La Manufacture nicht vorbereitet habe. Das ist natürlich der Nachteil der La Manufacture. Man muss sie immer erstmal anrühren und so weiter. Das ist bei dieser hier nicht der Fall. Also wenn das so ready to go sein muss oder halt so ein leichtes Make-up nur für zum Beispiel die Arbeit, das hatte ich ja zwischendurch auch ausprobiert, dann funktioniert sie sehr gut. Bei dem Puder muss ich sagen, es hat sehr schön gesettet. Es mattiert wirklich sehr, sehr extrem. Aber ist es besser als mein Milkpuder? Meiner Meinung nach nein. Also ich mag mein loses Milkpuder deutlich mehr als das hier. Das hier ist, finde ich, auch dafür, dass das die hellste Farbe ist, schon relativ dunkel. Also das hier ist fair. Ich denke, ganz helle Häutchen könnten damit schon ein bisschen Schwierigkeiten haben. Vor allen Dingen dunkelt das auch gefühlt ein bisschen nach. Es hat ein sehr schönes Finish. Also so hat so diesen smooth and poreless Look. Also man hat auf jeden Fall danach eine ausgeebnete Haut, auf jeden Fall optisch. Das ist richtig, richtig schön und deswegen werde ich es auch auf jeden Fall weiter benutzen. Aber insgesamt mag ich das Milkpuder definitiv ein bisschen lieber. Das hier ist ja auch relativ teuer und es ist weniger Inhalt drin als in dem Milkpuder. Dementsprechend müsste ich mich zwischen beiden entscheiden, würde es gegen diese hier sein und für das andere. Aber jetzt, wo ich es da habe, werde ich es auf jeden Fall auch weiter aufbrauchen. Ist natürlich auch ein hübsches Compact. Also das kann man auch echt super so, weil es so schmal ist, in die Handtasche schmeißen. Das kann man natürlich mit so einem Behälter, nur wenn man eine sehr große Handtasche hat. Muss jetzt nicht unbedingt sein, aber für so ein Touch-Up ist das auf jeden Fall auch ein schönes Puder. Kann ich tatsächlich auch empfehlen, denke ich, für öligere Haut, weil das, wie gesagt, schon sehr mattierend ist. Also mit der Zeit kommt, vor allen Dingen, wenn man die beiden Produkte zusammen benutzt, doch das Öl ein bisschen durch, beziehungsweise dieser Glow von der Foundation. Das ist auch schön, aber insgesamt würde ich sagen, ist jetzt nicht mein Favorite. Ist schön, dass ich es habe, aber ich würde es, glaube ich, nicht nochmal nachkaufen. Es sei denn, das Milkpuder finde ich halt nie wieder. Je nachdem, ob sie da noch mit einem neuen rauskommen oder nicht. Da weiß ich noch nichts Neues. Ja, das war erstmal mein Fazit zu der Charlotte Tilbury Foundation und dem Puder. Wie hat sie euch gefallen? Sie wäre nun wirklich sehr intensiv. Also mir ist gerade auch beim Sichten und Editieren, als dann, womit ich gestern angefangen habe, auch erst aufgefallen, wie viel Material ich eigentlich gemacht habe. Aber die meisten von euch mögen ja so lange Reviews sehr gerne. Schreibt es mir aber gerne in die Kommentare. Also ich finde zum Beispiel dieses Format, was Theresa Is Dead hat, mit diesen kurzen, knackigen Reviews, wo sie viele Produkte in einer Review sozusagen kurz ein Fazit abreißt, irgendwie finde ich auch ganz cool. Können wir natürlich auch machen. Wie gesagt, gerade bei Base-Produkten mit neuen Primer, neuen Foundations und so, finde ich das aber sinnvoll, es ein paar Tage zu testen. Aber ich kann es natürlich auch deutlich kürzer fassen, als ich es jetzt gemacht habe. Wie auch immer, schreibt mir gerne eure Meinung unten in die Kommentare. Falls ihr es noch nicht getan habt, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da oder dem Daumen ein Video nach oben, je nachdem, was euch lieber ist. Abonniert auch super gerne den Kanal und oder werdet Kanalmitglied, wenn ihr das gerne möchtet. Darüber würde ich mich sehr freuen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!